Unser Land- und Leutebesuch in Oberstaufen beginnt heute um 6 Uhr morgens in 1100 Meter Höhe auf der oberen Hündlealpe. Johannes Haser ist schon seit über einer Stunde wach und hat diese 36 Kühe zum Melken von draußen in den Stall gebracht. Die haben heute etwas länger gebraucht als sonst. Heute Morgen um 5 war es halt noch stockdunkel. Das war jetzt die letzten Wochen, ist das nicht aufgefallen, weil es ja immer schön Wetter war. Heute Morgen war es neblig und dunkel. Und da haben die Kühe sowieso schon keine Lust, sich schon in Bewegung zu setzen. Und selber sieht man halt natürlich auch nichts, wenn es dunkel ist. Und dann hat es geregnet auch noch und der kalte Wind ist gegangen. Also war es heute nicht so schön. Johannes ist Landwirtschaftsmeister und hat ein unerschöpfliches Fachwissen. Es ist ja so, damit die Milch die Kuh abgibt, muss sie Oxytocin ausschütten. Und das wird halt normalerweise vom Kalb angeregt, indem das am Euter rumschlägt und am Euter rumstoßt. Und das simulieren wir halt quasi mit der kurzen Massage. Durch das wird dann das Oxytocin ausgeschüttet und die Kuh gibt die Milch ab. Vor dem eigentlichen Melken wird noch mit einem Tuch desinfiziert, damit die Milch sauber und keimfrei bleibt. Dann sagt man so ungefähr, sollte man eine Minute warten, bis die Milch voll eingelaufen ist, also halt bis die Zitze richtig voll ist, damit keine lange Blindmelkzeit, also damit halt einfach immer Milch kommt, weil das ist ja auch Belastung für die Zitze, das Melken, dass das einfach möglichst schonend abläuft. Währenddessen wird dann auch immer wieder kontrolliert, dass sich das Melkzeug nicht verdreht und die Milch wird dann im Endeffekt automatisch abgepumpt. Und dann hat man kurz Zeit, um die nächste Kuh vorbereiten wieder. Und dann, wenn keine Milch mehr kommt, wird das Melkzeug abgenommen und wird noch kurz kontrolliert, ob sie auch schön sauber leer ist, also ob keine Milch mehr drin ist. Und dann ist das Ganze beendet. Zu Beginn des Albsommers waren es noch gut 700 Liter Milch, die hier an einem Tag zusammenkamen. Jetzt sind es noch rund 600 Liter. Denn anfangs kamen noch 42 Kühe zum Melken in den Stall. Einige von ihnen werden aber nicht mehr gemolken, weil sie bald das nächste Kalb bekommen werden. Hier im Stall der Familie Haser haben alle Kühe Namen. Also einen Namen haben sie halt einfach, ja. Das hat man halt bei uns schon immer so gehabt, dass sie keine Namen haben und keine Nummern. Und ihren eigenen Platz haben die Kühe, weil es dann einfach ruhiger und friedlicher ist. Also die Kühe sind einander alle gewohnt. Also die müssen ja nur immer mit der linken und mit der rechten Kuh auskommen quasi. Und wenn das ist halt einfacher wie jetzt in einem Laufstall, wo sie dann quasi mit 42 Kühen auskommen müssten. Und es ist halt einfach ein ganzer ein ruhiges Arbeiten dann, wenn die Kühe in den Stall kommen und jede weiß genau, wo sie hingehört. Also keine steht im Weg oder blockiert was oder läuft sinnlos in der Gegend rum. Die kommen einfach rein und stehen an ihrem Platz und warten, bis sie angebunden werden.
Denn auch bei den Kühen gibt es Freund und Feindschaften. Manche kommen richtig gut miteinander aus, andere sind sich von Grund auf unsympathisch und mögen sich einfach nicht. Nur gut, dass sie hier oben auf insgesamt 27 Hektar auch genügend Platz haben, wenn sie sich aus dem Weg gehen wollen. Wenn fertig gemolken ist, wird die frische Milch in die Käserei gebracht und die befindet sich gleich nebenan. Hier verarbeitet Hans-Jörg Haser die Milch weiter. Ja, es wird erwärmt, zuerst auf 27 Grad, kommt der Kultur vom Vortag rein, bis 32 Grad wird erwärmt, da kommt das Lab rein, Labpulver aus getrockneten Kälbermägen, also vom Labmagen vom Kalb. Muss man zugeben, dass die Milch dick wird. Und bei 32 Grad kommt es rein, dann kommt das Feuer weg. Dann dauert es eine halbe Stunde, bis es dick wird. Und nach der halben Stunde wird der Bruch geschnitten. Und die Masse wird so geschnitten, dass sie letztendlich eine Konsistenz ähnlich wie Gerstenkorn hat. Dabei trennt sich das Fett vom Eiweiß, übrig bleiben Molke und Käse. Letztendlich Bergkäse mit 48% Fettanteil. Die Masse wird dann unter ständigem Rühren weiter auf 52 Grad erhitzt, bis der Käse dann in Handarbeit aus dem Gefäß gehoben wird. Ja, es wird mit dem Tuch, mit dem Stäbler rausgeholt. Das, wenn man es gewöhnt ist, ist es nicht schwierig. Aber für einen, der es das erste Mal macht, ist es natürlich schwierig. Und natürlich heiß zum Neulangen. Aus den rund 600 Litern Milch werden dann 3 Laib Käse. Der Käse wird unter ständigem Druck bis zum nächsten Tag gepresst. Für Hans-Jörg ist die Arbeit hier oben auf der Alpe. Meine Abwechslung ist, jeder Tag ist anders. Es ist ein Naturprodukt, es ändert sich jeden Tag vielleicht was und man kann da kein Rezept haben, wo man sagt, das macht man jeden Tag genauso. Und das ist eigentlich das Spannende und Abwechslungsreiche, weil jeder Tag anders ist. Dennoch, anstrengend ist der Alltag hier auf jeden Fall. Urlaub gibt es bei der Familie Haser nicht. Und wenn, dann müssten sie erstmal lernen, wie das geht, mal nichts zu machen. Ich bin in das reingewachsen und die nächste Generation macht es eigentlich wieder so, ohne dass sie dazu gezwungen werden oder so. Die leben mit dem und das ist jetzt bei uns ein Familienbetrieb und die Jungen sind auch wieder mit dabei und so wird es weitergehen. 120 bis 130 Tage hat der Alpsommer hier oben. Im Herbst wird es dann für die Familie Haser und auch für ihr Vieh wieder zurück ins Tal gehen, wo dann der normale Hofbetrieb weitergehen wird. Und für uns geht es jetzt weiter auf den Hausberg von Oberstaufen, auf den 1834 Meter hohen Hochgrat. Er ist die höchste Erhebung der Nagelflugkette und seine typischen Felsformationen sind schon von Weitem zu erkennen. Hier oben ist Toni Steurer gerade beim Training unterwegs. Ich mache eigentlich alles, was mit Berge zu tun hat. Ich war 14 Jahre lang in der Nationalmannschaft im Skibergsteigen. Und jetzt mache ich eigentlich alles, was alpin Spaß macht, weil ich von klein auf Kletterer war und verbinde das Ganze eigentlich immer mit Laufen, Klettern, Radfahren, alles, was der Berg so bietet. Früher hieß diese Sportart einfach Berglauf. Mittlerweile wird es auch Trailrunning genannt. Als Toni noch in der Nationalmannschaft aktiv war, hatte er 2 Trainingseinheiten am Tag. Pro Einheit überwand er damals bis zu 2000 Höhenmeter. Jetzt ist es halt so, jetzt gehe ich halt einmal 1,5 Stunden laufen, dann mal wieder 2 Stunden laufen. Und je nachdem variiert es auch mit den Höhenmetern. Das eine meistens 1000, das andere meistens 1500, das andere meistens ein bisschen länger. Musik.
Hier am Hochgrat hat man auf der einen Seite den Blick in die alpine Allgäuer und österreichische Bergwelt. Auf der anderen Seite kann man weit über das Alpenvorland blicken, bis es Richtung Nordwesten immer flacher wird. Der Berg ist ja ein bisschen außergewöhnlich, oder? Nicht nur an seiner Form, sondern auch, wo er steht einfach. Das ist gerade am Abend, wenn man jetzt, sagen wir mal, von Rindalphorn Richtung Hochgrat läuft, dann sieht man einen sehr, sehr schönen Sonnenuntergang. Man sieht den Bodensee auf der einen Seite, der wo nachher meistens total schön glitzert. Man sieht auf der anderen Seite, sieht man komplett das Inneralpine, die ganze Bergwelt. Und ist vom Ausblick einfach richtig, richtig toll und schön. Toni ist in Oberstdorf aufgewachsen und kennt deshalb die Berge seit seiner Kindheit. Sein Vater und sein Opa haben ihn von klein auf mit in die Natur vor Ort genommen. Weil dann wächst man halt so rein und dann war ich halt mal so als kleiner Hüttenjunge quasi in der Berge. Immer bloß so 2 Wochen oder so, aber das hat mir eigentlich immer ziemlich viel Spaß gemacht. Und dann ist das halt immer so weitergegangen und dann habe ich eigentlich so ein bisschen so eine Vorliebe fürs Klettern entwickelt. Hab da auch in Oberstdorf, gibt es ja mehrere, wo das halt dann machen. Dann findest du halt so eine Clique und dann wächst man halt so rein und schon im jungen Alter noch hat quasi bestimmte Dinge gemacht, wo einfach Spaß machen. Und dazu zählt auch das Besteigen der Eiger Nordwand in den Berner Alpen, die zu den längsten und anstrengendsten alpinen Wänden der Alpen gehört. Damals war er gerade erst 17 und damit einer der jüngsten Besteiger überhaupt. Klar, das ist so, dass wenn man jung ist, nachher sucht man natürlich so seine Idole, oder? Das war halt bei mir damals eines von den Idolen, mal der Anderl Heckmeier zum Beispiel, der ja auch dann in Oberstdorf gelebt hat. Und der war zum Beispiel der Erstbegeher von der Eiger Nordwand. Und dann träumt man natürlich als Junge damals halt schon davon, dass man auch so eine große Wand mal macht. Oder? Das war ja eines der letzten Probleme, so der Alpen, so die 3 Nordwände. Und ja, und deswegen war das natürlich dann auch irgendwo ein Ziel, erstmal, dass man sowas auch macht. Toni ist fast jeden Tag in den Bergen unterwegs. Das ist unter anderem auch möglich, weil er sie sozusagen fast direkt vor der Haustür hat. Ich bin ja 2003, also ist jetzt ja auch schon Zeit her, bin ich dann nach Thalkirchdorf aufgezogen. Das ist so ein kleines Dörfchen, sage ich mal, vor Oberstaufen, gehört ja zu Oberstaufen dazu. Und mir bedeutet das ziemlich viel, weil das eigentlich optimal ist, dass ich was machen kann, und zwar von daheim aus. Ich brauche jetzt nicht ewig ins Auto sitzen und stundenlang fahren und kann eigentlich, entweder auf die Südseite im Berglauf machen oder auf die Nordseite oder auch dann im Winter mit der Ski. Das ist ja so, dass ich das immer nur eigentlich so als Hauptsportart mit habe, dass ich mit der Ski irgendwo hochlaufe und wieder abfahre und dann so meine Trainingsrunden habe. Und das geht halt einfach von der Haustür aus. Und das ist halt für die Familie angenehmer, weil man nicht ganz so lang weg ist. Und es ist für mich angenehm, weil ich ja nicht einen Riesenaufwand betreiben muss. Für Toni geht es den Berg zwar zu Fuß hinauf, aber runter, da nutzt er den Wind. Und das ist auch der Grund, warum er beim Laufen den Rucksack mit dabei hat. Er fliegt den Berg hinunter. Den Schirm, was ich jetzt zum Beispiel zum Training hernehme, das ist wie so ein kleiner Gleitschirm. Also es hat die ganz normale Norm, wie ein normaler Gleitschirm, ist halt ein bisschen kleiner. Und durch das halt super zum Training, weil er halt einfach nur 2 Kilo wiegt. Und die Vorbereitung ist wie beim normalen Gleitschirm auch. Man schaut halt einfach, dass die Leinen sortiert sind. Und ja, und dann startet man entweder vorwärts oder rückwärts, je nach Wind, also gegen den Wind halt. Und hat halt dann den Vorteil, dass man nicht wieder absteigen muss und man kann das Ganze kombinieren, dass man zum Beispiel runterfliegt und dann nochmal irgendwo anders hochläuft und kann dann so Runden drehen, wie man es im Winter halt auch macht mit der Tourenski. Und spart sich quasi das Bergablaufen und hat halt trotzdem das Bergauflaufen.